Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Wir sehen, hier ist anscheinend haben wir zu viele LKWs. Die schaffen es einfach zu schnell, die Sachen bei uns in die Stadt zu bringen. Das heißt, wenn der gleich voll ist, soll der hier bitte ins Depot und der auch. Wir haben da, ich würde sagen, zwei zu viel. Weil der ist gleich wieder da, der ist voll, dann fährt der los, bis der voll ist, das passt. Zwei davon können verkauft werden. Dann sparen wir da auch wieder noch ein bisschen Geld. Und dann machen wir wieder ein bisschen mehr, sagen wir so. Und Linie 1 ist im Minus, das verstehe ich allerdings nicht. Weil die eigentlich ziemlich ausgelastet war. Das war die hier oben. Obwohl jetzt, ja, jetzt gerade ja nichts. Ist der gerade wieder auf dem Weg nach unten, kann sein. Ja, der kommt gerade unten an. Okay. 22. Hier war doch mal mehr los, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, es verteilt sich so ein bisschen auf die ganzen Linien, weil sich drei da treffen. Aber solange wir Plus machen, bin ich vollkommen zufrieden. Der fährt schon fast voll, das ist sehr gut. Ja, hier könnte man die Straßenbahnlinie eigentlich mal erweitern. Ist die Frage. Machen wir das? Kommen wir nicht dahin. Die KI selbst blöd gebaut, oder? Wie verstehe ich das? Kollision. Wo ist hier die Kollision? Da, das Wasser ist eine Kollision. Da hat die KI ein bisschen blöd gebaut. Dann machen wir die Straße weg. Und bauen die selbst nochmal neu. So, und zwar so. Dann können wir nämlich hier die umbauen. Was ist das denn? Ist das nur ein Beispiel? Muss ja. Warum sollte der plötzlich eine Straßenbahn fahren? Ich würde sogar dazu tendieren, oben rumzufahren. Oder ich auch. Das geht nicht, ne? Ich kann keine Straßenbahnschiene über Schiene rüberbauen. Okay, dann nicht. Ich würde auch gerne mal Straßenbahnschienen führen, aber das geht auch nicht. Na gut, ist aber auch nicht so schlimm. So, wir wissen ja so ungefähr, wie wir fahren wollten. Da. Und ich würde sogar direkt nochmal hier halten. Hier. Hier. Und da und dann geht's darum. Dann fällt natürlich die Haltestelle weg. So, wo sind wir? Wir sind in Dienstweiler, ne? Ja. Das heißt Dienstweiler. Wie mache ich das denn jetzt? Alle ins Depot.
der Stelle mal. Wir brauchen da sowieso gleich noch mehr. So. Und dann würde ich die auch gerne erst löschen, weil das uns so blöd aussieht. Oder beziehungsweise ich sehe das dann nicht so richtig. Das wären jetzt Rundkurse. So. Du kommst als nächstes. Erstmal kommst du dran. Und da. Ach, da. Ich glaube, so ist es am einfachsten, anstatt mal einfach um Haltestellen zu erweitern. So, Dienstweiler, und das ist jetzt die andere Richtung. Siebzehn, das passt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ein bisschen viel. Wie kriege ich die jetzt aufgerufen? Muss ich hier machen. Das ist mir komisch. So, Linie 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, ich muss noch zwei Stück kaufen. Kriegen auf jeden Fall schon mal die R. Haltestelle kann nicht gefunden werden. Wie? Dienstweiler R. Achso, ich habe mich verklickt, glaube ich. So, wir müssen noch eine gleich kaufen. Sobald wir die 130 zusammen haben. Alle gerade natürlich sehr nah zusammen hier. Tja. Öl macht Öl jetzt so krass minus gerade. Da stimmt was nicht. Müssen wir gleich mal gucken. So, und euch. Wollte ich eigentlich verkaufen. Kostet nur. So, Öl müssen wir mal gucken. Nachdem wir noch eine Straßenbahn gekauft haben, wird er wohl nicht so schwer sein. Komm, jawohl. So. Wir brauchen wahrscheinlich bald ein paar mehr. Was haben wir hier für einen Takt jetzt? Ja, ist in Ordnung. So, was ist los mit Öl? Hat gerade abgeliefert. Ah, okay. Passt wieder.
Prisenrad trotzdem ganz gut im Minus. Was haben wir denn hier? Okay, gekauft ist okay. Okay, Dienstwolle ist klar. Linie 1. Tja, das ist mir eigentlich noch ein Rätsel. Da die eigentlich so gut lief. Und jetzt auch nicht mehr, ne? Ach, das ist das mit dem Gruppieren, sobald man hier draufklickt. Gruppieren mit der. So, das ist jetzt eine Haltestelle. Weiß nicht, ob das gut ist. Kein Weg. Wer hat keinen Weg? Halt. Irgendwas stimmt hier nicht. Wer bist du? Und wo willst du hin? Müsste doch er sein, der müsste doch einfach darüber kommen. Was ist da jetzt das Problem? Stopp, wenden und weiter. Irgendwie hat das nicht geschafft zu wenden. Warum machen wir jetzt gerade so heftig Minus? Ja, weil der stand, ne? Ach krass. Das ausmacht. Das ist auch eine Leerfahrt. Ja, super. Irgendwie haben wir jetzt gerade ein Problem. Irgendwo fehlen uns doch Einnahmen. Wo sind denn hier Einnahmen? Da. Da fehlten uns jede Menge. Ist immer weniger geworden. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass es das jetzt war. Wir machen jetzt nämlich gerade Minus. Linie 1, die macht so heftig Minus. Und ihr auch. Der fährt und der fährt auch. Der hat 16, der hat 39. Ist zu lang, oder? Warum fährt er denn da rein? Das weiß auch kein Mensch. Das kann aber eigentlich alles hier nicht so richtig stimmen. Das kann nicht sein, oder?
Ja, wir gehen immer mehr ins Minus. Kosten denn so hoch der beiden Züge? Das ist doch pro Jahr. Das kann doch gar nicht sein. Leichtes Minus, aber okay. Ich glaube, das akklimatisiert sich gerade. Und der ist auch nicht mehr so schlimm. Die müssten bald ins Plus kommen und die muss ich unbedingt tauschen. Ganz vergessen. Und da würde ich nur drei erstmal einsetzen wollen. Das mache ich jetzt mal. Muss ich nur mal kurz ein bisschen Kredit. Oh, ein bisschen ist gut, ne? Eins. Gefahren. Vier. Prol-R. So, was ist mit den Gütern? Komisch, aber das ist nicht schlimm. Produktion liegt bei 35. Ja, ich glaube, wir müssen mal investieren. Risikoinvestitionen müssen wir machen. Ach, die Zinsen fressen uns halt aber langsam auf. Wir machen jetzt folgendes, ich speichere das Spiel, wir leihen uns eine ganze Ecke und dann probieren wir das. Na, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Gut, dann machen wir das. Speichern. LP, ich habe keine Ahnung, ich glaube 12. So. Gucken wir da erstmal. Wenn wir hier parallel ziehen. Kollision. Kollision. Hier wäre keine Kollision. Okay. Kollision. Ich sehe keine Kollision. Manchmal hier. Jetzt ist auch keine Kollision mehr. Ach so, Kollision, glaube ich, weil der Zug im Weg war. Kann das sein? Das kann sein, ne?
So, wir fahren hier. Oh, Entschuldigung. Huch. Also wir fahren hier den Berg hoch. Ansonsten fahren wir erstmal parallel. Eigentlich Quatsch, oder? Was ich hier mache? Warum lassen wir den nicht? Nein, wir machen. Wir ziehen das durch. Dann haben wir sonst zu viele drauf. Dann blockieren die alle den Personenverkehr. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer gut wäre. Und so teuer ist der Bau jetzt auch nicht. Gut, die Instandhaltung natürlich ein bisschen. Ne? Das müssen wir mal gucken. Schon anders, was für ihn günstiger ist. Nicht genug Platz, jetzt geht das schon wieder los. Das ist aber gar nicht schlimm, weil wir wollen ja da eh hoch. Sogar noch lieber ein bisschen größer den Bogen machen. Okay, nicht, ne? Dann müsste ich erst noch ein Stück so rüber, glaube ich. So. Oh, ganz schön hochgeschüttet, aber das muss gut. So wollte ich, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, schon das Steilste, was runtergeht so. Hier sollte ein Güterbahnhof hin. Zweiglas 1. Dann setze ich mal so. Und dann die Schienen. Steigung zu groß. Der soll auch. Wieso geht er denn hier hoch? Das kapiere ich jetzt gar nicht. Ach so. Machst du da weg? Nee. Das kann ich mir jetzt nicht nochmal leisten, das nochmal wegzumachen. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen um die Ecke rum.
habe das jetzt blöd verkehrt rumgemacht. Dann machen wir es jetzt anders. Wir ziehen jetzt erst die Schienen. Wow. Das muss ein ganz schönes Tal machen hier. Und dann setzen wir jetzt einen Bahnhof dran. Verschwenden gerade so viel Geld. Aber das will ich jetzt noch nicht fertig machen. So, nochmal. So, nach da. Ach, der hat schon vorne gerade nach oben. Das geht hier so steil hoch. Dann machen wir das. Machen wir das so. Da müssen wir einen Bahnhof hinkriegen. Das war ziemlich blöd jetzt. Jetzt kommt wieder Stein zurück, oder? Nee, das geht sogar. Fehlen uns mal 100.000. Und den Bahnhof müssen wir andersrum drehen. Nee, wir machen eine Straße hin. Ich baue jetzt, das wäre zu teuer. Da nochmal. So. Es geht direkt ins Industriegebiet jetzt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, aber warum eigentlich nicht? Das einzige Problem ist, dass wir haben noch kein Depot. Wo setzen wir das denn hin? Das müssten wir eigentlich hier abzweigen. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Die Zeit ist nämlich schon wieder rum. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Train Fever.